Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Heute fahren wir von Barstow nach. War das jetzt nochmal? War das Phoenix? Ja, nach Phoenix und wir sehen können, liefern wir einen Containerstapler-Chassis. 94.500 Pfund. Und das sind so. Ja, oh Gott. Da war gar nicht, da wollte ich nicht hin, aber egal. Was wollte ich sagen? Ach, genau, 400 Meilen sind es ungefähr. Wir bekommen 15.000 dafür. Und ich weiß gar nicht, wie die Strecke aussieht. Wir werden wahrscheinlich ziemlich viel schneller, was jetzt schnell fahren können. Ganz vergessen. Natürlich kommt hier ein bisschen KI. War ja zu erwarten. Diese Kurven sind aber auch abenteuerlich in den Städten. Genau, weil wir nur 55 Meilen per Hour fahren dürfen. Entweder ist das das Ende, worauf ich hinaus wollte, was ich gesagt habe, oder ich habe es so im Kopf gehabt und dann werde ich es belangen müssen. Blöd oder höre ich gerade die ganze Musik im Hintergrund? Ich glaube, ich bin einfach nur gerade ein bisschen blöd. Dann wollen wir mal Richtung Arizona, wo dann wieder ein bisschen flotter unterwegs sind und sein dürfen. Phoenix, willkommen. Ist das ja eigentlich nur eine Nachtfahrt? Ja, ne? Oh Gott. Dann ist ja auch mal wieder was, ne? Nachtfahrt haben wir lange nicht mehr. Oh. Das ist jetzt wieder belastend. Sagt nicht. Oh Gott. Okay, das könnte, wie es scheint, etwas längere Tour werden. Scheinbar die hügelige Strecke. Ich muss mir echt langsam mal merken, was die hügelige Strecke ist. Die 94.500 Pfund.
die merkt man mal so langsam. Da haben wir schon ein bisschen was zu kämpfen. Ich habe noch meine 16 im Gang und der Rest macht dann der Retarder wieder für uns. Hatten wir eigentlich schon mal eine komplette Nachtfahrt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was wiederum auch nichts heißen muss. Jetzt geht's erst Richtung Osten, also Richtung Phoenix scheinbar. Na denn. Schon ein bisschen schön, so mit der Skyline bei Nacht. Schon wieder das Gefühl der Musik irgendwie. Komisch. Mir ist hier gerade vor, sich geht sehr merkwürdig. Muss ich nicht verstehen. Es ist wiederum nicht, aber irgendwie. So, 15.000 bekommen wir hier nach. Dann haben wir so um die 83.000. Und wir brauchen so ungefähr 40.000 mehr, okay. Dann mal schauen, vielleicht sind es noch drei Folgen bis zum ersten Truck. Sprich Folge. Ach, ich habe keine Ahnung, welche Folge jetzt wir gerade haben. Lol. Eventuell in drei Folgen haben wir unseren ersten Truck. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Mautschild, das stimmt. Maut kommt ja auch noch, dann müssen wir garantiert raus, also wir sollen so eine schwere Fracht haben. Safe Call, müssen wir raus. Sollten wir vielleicht mal wieder hier auf der rechten Spur bleiben. Oh, kommt auch gar nicht die Maut. Kommt die erst noch?
glaube, die kommt erst noch. Nur noch 250 Mal, das geht ja doch schon jetzt auch recht gut voran. Wird aber noch schneller vorangehen, wenn wir dann wirklich in Kalifornien verlassen und Arizona betreten. Immer unsicher. Ich glaube, ich bin noch nie so einen Trailer gefahren, wie er jetzt rechts neben uns ist. Bin mir aber auch gerade unsicher, ob ich. Obwohl, doch, nee, doch. So meine ich aber auch auf dem Profil, wo ich alles freigeschaltet gehabt habe. Also alle Level-Dings da, alle Fähigkeiten geskillt habe. Selbst da hatte ich das nicht. Mal schauen, vielleicht wird es ja in einer dieser Staffeln, in einer dieser Reloaded-Staffeln. Es so weit und wir schaffen das. Boah, ist das voll. Rest Area, auch nicht schlecht. Da war ich auch noch nicht drauf. Was von hinten? Ich sehe nichts. Okay, das ist natürlich jetzt wieder praktisch im Rückspiel zu gucken, wenn man aber in die Fahrt in dem Weg ist. Kann sein. Oh Gott, das will jetzt gerade ein bisschen den Verkehr aufhalten. Ab und zu höre ich immer eben immer noch so ein bisschen Musikpartikel. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, ich bringe immer das so ein bisschen ein. Hoppala. Okay, das wird dann vielleicht doch nichts mehr diese Folge. Vielleicht sind es doch jetzt vier Folgen. Dann müsste ich dann später beim Schneiden nochmal gucken, aber. Oh ja, fick dich KI. Und ich könnte. Also, ja gut. Ist passiert. Ich meine, ist ja klar, dass ich das. Ja. Ich meine, ich weiß echt nicht. Ich meine, dass ich gedacht habe.
dass da noch genügend Platz ist. Aber es ist auch schon länger her jetzt wieder gerade. Ich habe da jetzt gerade in dem Moment nicht so drauf geachtet, ob ich das gesehen habe oder gedacht habe oder eingeschätzt habe. War aber auch schwierig. Ja, ich glaube, ich war ein bisschen zu nah dran. Boah, die Hitbox von der Leitplanke war größer. Store, da kommt noch her. Will ich aber nicht wieder hin. Weiter. Wir sind jetzt bei Ehrenberg, das heißt, wir sollten jetzt gleich in, oh Gott, in Arizona sein. Autos dürften wir mittlerweile 70. Das heißt, mittlerweile dürfen wir schon länger 70 fahren. Aber das dürfen wir auch gleich, denn wir sind in Arizona. Okay, das ist gleich, wir sind jetzt schon in Arizona, okay. Dann geben wir mal Gas. Okay, jetzt sind wir offiziell jetzt in Arizona, aber gut. Nice. Und dann haben wir noch 130 Kilometer, 130 Meilen bis nach Phoenix. Fahren wir aber auch schon, ja, muss man schon sagen. Also der Truck, der sieht doch ganz gut. Mit dem Flugzeug hier übernacht, ja. Zu unseren Rechten. Ist das ein normales Flugzeug oder ist es auch so ein Flugzeug, was fürs Pestizide verstreuen auf den Feldern da ist? Ist das auch dicht am Boden? Genau, ist aber ein richtiger Tiefflug. Sprung, bis wir da sind. Wir hätten 15.000 bekommen, wir bekommen wahrscheinlich jetzt. Im letzten Mal lag ich so krass daneben, als ich das so
prozentual gut ausgerechnet habe. Ich sage einfach mal, wir bekommen ungefähr 7.000 dafür jetzt. Weil wir haben die Frachtohren nicht beschädigt und haben noch Schwach dazu. Schwach war ja, glaube ich, 13% und Dings war, Fracht war 24%. Das ist halt schon unangenehm, vor allem, weil so teuer mein Equipment ist. Die beholen die ja schon ziemlich gut, ne? Schön in den Sonnenaufgang hinein. Da waren es nur noch 40 Meilen. Sieht ja auch schön aus, wie die Sonne aufgeht. Ich muss schon sagen, die Skybox ist echt sehr, 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 sehr nice. Und schon sind wir auch ja in ich habe den Begriff nicht im Kopf von Phoenix. In den Händen von Phoenix passt nicht, nee. Aber County wird's hier, wie auch immer. Wollen Ausläufer in der Stadtgebiet. Das wollte ich, glaube ich, ungefähr sagen. Ich frage mich immer noch, ob der Graben da gewollt ist oder nicht. Oh, diese Senke da. Die gerade aus unserer Rechten war. Und da haben wir einen angenehmen Ablieferungsspot. Was ja bei solchen Frachten immer eine schöne Sache ist. Ja, dann wollen wir mal abliefern und gucken, wie wenig Geld wir noch bekommen. Ja, beschädigt. Ja, das. Das ist okay. Nächstes Mal sage ich einfach, wenn wir bei knapp 20% sind, wir kriegen einfach nichts.
Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese Tour zum Vergessen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Video. Mach's gut.